Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Aktionär TV. Mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch. Im Hintergrund unser Jahrbuch 2020. Der Titel sagt eigentlich alles. Wir wagen mit der Sonderedition, die demnächst in den Handel kommt, einen Ausblick auf das kommende Jahr. Wie machen wir das? Richtig. Ja, also wir haben uns zum Beispiel die wichtigsten deutschen Aktien zu Gemüte geführt. Hier haben Sie wirklich alles, was Sie wissen müssen. Schätzungen, Kursentwicklung, Charts. Dann haben wir die KGV-Entwicklung, einen Sektorvergleich, der wirklich seinesgleichen sucht, Umsatz- und Gewinnentwicklung. Das haben wir gemacht bei den deutschen Aktien, bei den US-Aktien haben wir es auch zum Teil gemacht. Die wichtigsten US-Aktien haben wir analysiert, Tipps aus China haben wir dann auch dabei. Wir haben viele Exklusivinterviews, zum Beispiel mit dem ehemaligen EZB-Chef Jean-Claude Trichet. Dann haben wir, wenn du nochmal weiterklickst, was haben wir noch im Interview? Professor Ottmar Issing haben wir auch im Interview. Ja. Also da gibt es sehr viel geballtes Wissen an dem Heft. Natürlich haben wir auch Top-Branchen. Genau, Top-Branchen, die auch im kommenden Jahr sicherlich laufen werden. Ja, die haben wir auch uns zu Gemüte geführt, analysiert. China ist mit dabei. China wird, nochmal genau, wird eine wichtige Rolle spielen, auch 2020 natürlich. Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist sicherlich einer der Stimmungstreiber momentan. Spezialthema Streaming Wars, jetzt nachdem Disney dann auch in den Markt eingestiegen ist, gegen Netflix. 8 verrückte Prognosen für 2020 hat der Kollege Söllner gemacht. Auch ja, sehr nett genau geworden. Der richtige Redakteur hat sich mit dem richtigen Thema hier mal beschäftigt. Ja, aber es ist auch sehr, sehr gut geworden, sehr originell. Ja, das ist das Buch. Also da sind aber noch wirklich sehr, sehr viele andere Themen dabei. Wir haben noch Derivate, wir haben die besten auf Fonds, 200 Immobilien, Seiten. Bitcoin, genau, also Mittel, bis ins kleinste Detail. Mittelgroßer Katalog ist das geworden. Ja. Jede Menge Interviews, wirklich mit Top Interviewpartnern, deren Erfahrung wir uns hier zunutze machen. Die Ausgabe ist keine Frage offen. Genau, und Sie haben auch keine Eile damit, denn dieses Heft wird doch ein paar Wochen am Kiosk dann für Sie auslegen. Dann können Sie auch immer mal wieder über den Kurs von 2020, können Sie immer mal wieder zurückblättern, weil sich natürlich bestimmte Fundamentaldaten auch gar nicht so schnell ändern. Man kann immer wieder zurückschauen, Mensch, hat sich das eigentlich genauso entwickelt, wie die das gesagt haben. Also durchaus ein hilfreicher Leitfaden. Tja, dann kann man Ihnen nur viel Spaß beim Lesen wünschen. Wir hatten sehr viel Spaß bei der Erstellung, war allerdings auch ein Brett. Das war ein Brett jetzt zum Jahresende nochmal. Und ansonsten dir schönen Dank fürs Dasein. Sehr gerne. Bis dahin, tschüss. Tschüss.